Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2, Hashtag Euro Coach Simulator. Natürlich, wir fahren natürlich weiter nach Rio de Janeiro und werden hier unsere Tour beenden. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja jetzt in den Kommentaren schon mal reinschreiben, ob ihr auf jeden Fall mehr von Brasilien, von der schönen Copacabana sehen möchtet. Wir werden auf jeden Fall mal in Rio uns mal die Stadt ein bisschen genauer angucken. Und was ist das für ein komisches Zeichen? Ist das jetzt Kunst? Oder hat das jetzt irgendeine Bedeutung hier? Ah, da oben gucken sie wieder Fernsehen. Aha. Hat bestimmt irgendwas zu sagen, dass wir jetzt hier so einen anderen Abschnitt nehmen. Oh! Leckt mich am Arsch. Ach du Scheiße. Oh, ist das tief da hinten. Oi. Wir wollen mal lieber nicht ganz so schnell fahren. Oi. Das sind ja voll die Abgründe, die wir da haben. Wir werden aber versuchen, hier immer schön langsam fahren. Aber immer wieder nur nach außen gehen. Und die Gegend mal ein bisschen anschauen. Oh, schöne Sache. Hi. Zum Glück kommt hier kein Fahrzeug von vorne. Oh, Lenk. Meine Güte, hier sind ja wirklich Serpentin. Das ist ja genialos, Optus Gallus, Philippus. So. Da wirkt die Bremse gar nicht richtig. Vor allem den Berg hier mal hochfahren. Oje, oje. So, jetzt sind wir gleich hier vorne am Wendepunkt. Das gefällt mir. Ich hoffe, sowas in der Art kommt auch beim amerikanischen Truck Simulator. Dass wir so eine außergewöhnliche Streckenführung haben. Schön. Erinnert mich irgendwie jetzt auch an den Bereich oder in der australischen Map. Da war ja auch sowas in der Art. Eieieiei. Meine Güte. Ach, ich glaube, jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. Wir sind jetzt da oben runtergefahren. Guckt euch mal die Fahrzeuge da oben an. Ja, klar. Und du willst sie überholen, du Osterei. Ach, wenn dann erstmal wieder die schöne Winterzeit kommt, dann werde ich auf jeden Fall wieder den Winter ins Spiel bringen. Ja, da freuen sich ja wahrscheinlich der ein oder andere auch wieder. Wie ich hier schöne Winterlangkruse, dann wird es auf jeden Fall die Wintertour wieder geben. Aber vielleicht haben wir ja da schon den amerikanischen Truck Simulator. Ich hoffe mal. Für mich sieht das schon fast danach aus, dass er erst 2016 kommt. Ne? Naja, warten wir es einfach mal ab. So, meine Güte, sind das Berge. Ich bin fasziniert. Oh, oh, oh. Langsam, langsam. Ich lasse ihn jetzt einfach nur noch rollen. Wir müssen natürlich auch Sprit sparen. Ne? Der Sprit in Brasilien ist zwar günstiger gegenüber von Chile, aber wir sind ja auch nicht von Chile gestartet. Da unten ist das Tal. Wenn wir da reinfallen, dann ist Ende. Oje, oje, oje. Ich weiß gar nicht, ob man da über die Schlucht fahren kann. Wir wollen es einfach nicht ausprobieren. Ne? Das ist... wollen wir nicht. So. Aber ihr könnt auch gerne schreiben, wo ich denn vielleicht als nächstes, in welche Gegend, weiter in den Süden. Wir können jetzt mal ganz schnell nochmal die Karte öffnen.
Wir haben es bald geschafft. Hier diesen Bereich sind wir jetzt gerade die Serpentinen runtergefahren. Das bedeutet, beim nächsten Mal müssten wir wieder hochfahren. Hier gibt es keine Möglichkeit, hier oben nochmal irgendwas zu fahren. Wir hätten diesen Bereich, ne? Also ihr könnt ja mal Hashtag entweder ab in den in den Süden, nach Porto Alegre. Genau. Oder wir fahren hier in den Bereich hin. Warte mal, gibt es hier irgendwo noch eine Stadt? Brasilia oder sowas in der Art? Oder ist das alles noch ein bisschen weiter im Landesinneren? Ja, ist alles noch im Landesinneren weiter, ne? Naja, wie auch immer. Ja, hier unten gibt es auf jeden Fall. Also Hashtag Süden oder Hashtag. Süden ist das hier. Hashtag Westen, Hashtag Süden. Dann weiß ich Bescheid, ne? Dann werde ich mir da irgendwo mal was suchen. So, oh hier. Oh, hier, schön mit brasilianischer Fahne. Lackierung. Mein Kumpel. Ich frage mich, was dieses Zeichen da vorne sagen soll, weil die Busse alle dieses komische Sternzeichen, dieses Sonnenzeichen haben. Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne wissen wollen. Aber ich habe ja eine tatkräftige Fast and the Furious 6, das ist gut. Community, die natürlich doch den Maximus gerne unterstützt. So, was haben wir denn hier? Ein Scania-LKW, Google, Facebook, YouTube, bla bla bla. Hier nochmal ein bisschen Werbung von denjenigen, der wahrscheinlich diese Map gemacht hat. Und das finde ich eben richtig extrem geil, dass man in solche Städte jetzt ein bisschen mehr reinfahren kann. Hier bei dieser Mod. Hier könnte ich hier noch ein paar Leute aufsammeln. Und jetzt wird hier auch ein bisschen mehr Verkehr hier in dieser City. Schön viele Busse. Ich habe natürlich diesen Bus-Mod drinne. Sehen wir hier irgendwas? Nicht, was ich sehen wollte. So, wir müssen mal nach innen gehen, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Wie gesagt, ey, sowas könnt ihr mir auf jeden Fall auch richtig gut vorstellen, dass man da so in den Süden fährt. So. Oh. Und ja, die Straßen sehr, sehr gerade, ne? Hier in den Städten drin. Hier ist auch nochmal Scania als Händler. Das ist doch unnormal wie die Stadt, ey. Na, was ist denn los, Johnny? Fahre! Den komischen Peugeot hier. So, da ist der andere. Ich hoffe, der fährt. Ich muss jetzt nämlich geradeaus. Ah, der lässt mir Platz. Gut. So, und da vorne sehe ich auch schon fast das Ziel. Wir müssen aber gucken, wo wir hier diese bekannte Szene hier sehen in der Stadt, ne? Gucken wir jetzt nochmal schnell auf die Map. Wir sind jetzt hier. Wir fahren jetzt hier mal so lang. Hier hin. Ne, da gucken wir uns das mal an. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall der Bereich sein, wo wir diese komische Statue da sehen. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Fahrbahn wechseln. Hier haben wir ein VW. Sieht ja aus wie ein Skoda, wa? Was ist das für eine Kiste hier? Sehr, sehr eigenartig. So, kommt da hinten einer? Blinken wir mal. Na, hier mit dem komischen Fiat hier. So. Ich bin gespannt, ob ich da irgendwas sehe. Oh, das ist herrlich. Guckt euch das mal an. Die Wolkenkratzer hier. Awesome. Und hier ein riesen Busbahnhof. Hier vom Stadion der Freundschaft. Alle, die das Stadion nicht kennen, die sollten sich schämen.
schauen wir mal, schauen wir mal. Könnt ihr mal reinschreiben, welches Team spielt im Stadion der Freundschaft? Wer es nicht weiß, ist eine, hat eine Bildungslücke. Nee, Quatsch. Oje, oh oje, oh oje. Oh oje. Oh, soll ich es wieder wagen hier so ein... Ach du Scheiße. Soll ich es echt probieren? Ihr freut euch ja mal, wenn ich so ein Rotz hier mache. Oh, oh, oh. Ich müsste eigentlich zurücksetzen. Ich muss zurücksetzen, das ist hier... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm, ob ich da jetzt in die Fracht abliefer oder der Hund scheißt. Wir wollen ein bisschen was sehen. Guck mal, wie er da schön einlenkt, der Maximus. Oh, sehr knappe Sache. Sehr knappe Sache, wie ich hier langfahre. Herrlich. So, wir wollen ja unsere Mitfahrgäste ein bisschen was zeigen hier. Wie toll das hier aussieht. Jetzt darf natürlich nichts von vorne kommen, ne? Das wäre dann kritisch. Oh, den Spiegel im Auge behalten. Habe ich das noch berührt? Nee, ne? Komm mal da rum, komm mal. Komm. Da wie er hinten nochmal nach hinten gerutscht ist. Oh, da ist aber... Oh, oh, kann ja unter die Decke gucken. Unter die Map. Komm, komm, komm. Hi. Ach, hier gibt's gar nicht weiter zu sehen, wa? Nö. Hier ist einfach nur ein Verladebereich. Ein ganz großes Kino. Kann ich hier wenigstens wenden auf dem Grundstück hier. Ja, geht. Geht, geht, geht. Ach, hier kann ich auch ein paar Leute nehmen. Ist da vorne das Meer? Wir fahren jetzt so schnell zum Meer. Und dann geht's auf jeden Fall wieder gleich zurück. Oder wir wenden hier. Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Vielleicht sehen wir ja, wenn wir Richtung Westen fahren, die nächste Tour, ja richtig Dschungel. Weil ich hatte ja zum Beispiel in Australien mir ja eigentlich so gedacht, dass man da so richtig schön durch die Wüste fährt. Aber war wohl doch nicht so. Na gut, Australien bin ich auch nicht jeden Winkel abgefahren. Vielleicht werde ich irgendwann mal Australien nochmal rausholen. Aber erstmal will ich hier ein bisschen Brasilien zeigen, hier ein bisschen was abfahren. Ah, komm. Komm, Baby. Yo, das machst du super. Das machst du einfach nur super, Maximus. Herrlich. So. Die Sonne geht auch langsam unter und ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich jetzt eigentlich gebraucht habe für den ganzen Rotz hier. Hey, 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 hey. Das war aber knapp gewesen hier wieder. Aber in Brasilien ist ja ruhig. Die Leute schlafen noch. Siesta machen sie wahrscheinlich. Aber hier in diesem Teil von Brasilien. Reden sie eh nur Portugiesisch, ne? Ja, Portugiesisch. So. Soll das Zeichen da oben sein? Dieses komische Zeichen da? Vielleicht haben sie es ja durch nicht besser gestalten können, aber ich kann mir vorstellen, da vorne, das ist dieses berühmte, diese Uschi da, oder der Typ, der mit die Arme so auseinander, ja, hat. Oh, guckt euch an, das ist der Atlantik, ne? Ja, genau, der Atlantik ist das. Alter, leckt mich am Arsch, wir sind am Atlantik. Oh, herrlich. Am Atlantik. Hier ist unsere Haltestelle, wo wir anhalten sollten. Und ich finde das einfach nur geil. Ich
Ich will einfach noch eine Runde hier kurz fahren. Ich finde das einfach nur herrlich. Uiuiui, war das knapp. Wir fahren jetzt hier ein Stück auf die Brücke, ja. Ein bisschen auf die Brücke wollen wir fahren. Wäre ja schade drum, wenn wir jetzt schon fertig sind hier mit unserer Tour, weil es sieht einfach nur herrlich aus, aber hier mit den Palmen, schön. Oh, hier das Meer. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Oh, schön. Ist ja awesome. Wir gucken einfach mal, was hier die Sache sagt. Also, aha, hier, das geht zur nächsten Stadt. Lass uns einfach mal da langfahren, ne? Das ist doch bestimmt herrlich. Wusste ich gar nicht, dass die da so eine riesen Brücken haben. Naja, wieder was gelernt. Was kommt im Fernsehen? Oh! Der sechste Teil von The Fast and the Furious. Ja, warum nicht? Oh, herrlich. Hei, hei. Da könnten wir doch eigentlich jetzt so ein kleines Bildchen machen, ne? Wie ich hier so lang cruise. Schön die Copacabana. Na, wie auch immer, wir fahren jetzt erstmal schön gemütlich mit unserem Bus. Es ist einfach nur herrlich. Was ist das hier? Grenzübergänge oder was ist hier los? Natürlich awesome, wenn man so unter dem bekannten Monument stehen würde und dann seinen Bus abstellen. So, was ist hier los? Nein! Da ist die Stadt verschwunden. Und wir sind jetzt irgendwo am Wasser. Aha. Aha. Da haben wir ja hier oben auch alles abgefahren. Interio. Sagt mir nichts. Ah, ich schaffe es nicht. Ich bin irgendwo noch ein bisschen fasziniert hier. Auch gerade so mit der Lichtstimmung etc. Das wirkt alles so... herrlich. So, ja. Ich bin aber trotzdem jetzt hier an diesem Punkt. Ihr könnt, wie gesagt, unten in den Kommentaren mal reinschreiben, welche Tour ich als nächstes fahren soll. Entweder nach Westen oder Richtung Süden. Und solange werde ich jetzt erstmal gemütlich den Bus wieder zurückfahren. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit diesen drei Folgen hier Richtung Rio de Janeiro. Und mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.